Die steirische SPÖ präsentierte 66 Tage vor den Gemeinderatswahlen gemeinsam mit dem GVV Steiermark die Kampagne zur bevorstehenden Wahl in den steirischen Kommunen. Flächendeckende Kandidaturen, ein guter Mix an Kandidatinnen und Kandidaten und der direkte Kontakt mit den Menschen stehen im Vordergrund der Wahlbewegung. Wir haben vor, 100.000 Hausbesuche zu machen in den nächsten 66 Tagen, das ist schon sehr knapp. Und natürlich auch unsere Wahlrakete, im wahrsten Sinne des Wortes, unser Kaffeemobil, ist seit jetzt im Einsatz, heute schon neu gebrandet auf diese Kampagne. Mindestens 50.000 Kontakte wollen wir alleine mit dem Kaffeemobil noch in den nächsten 66 Tagen herstellen. Jetzt kennt man ja die Aussagen vieler Bürger, die da sagen, naja, ist eh klar, die Wahl kommt wieder und jetzt wollen sie wieder Kontakt zu uns. 4,5 Jahre hat es ja, ich sag, geringfügigen Kontakt gegeben. Wie stehen Sie dazu? Na, es kann natürlich schon sein, in der einen oder anderen Gemeinde, wo es ein bisschen weniger war, aber speziell in den SPÖ-dominierten Gemeinden ist ja der Bürgerkontakt aber nicht nur dort, laufendes Geschäft. Regierungskommissär und Brucks Hausherr Hans Strassecker umriss die zentrale Botschaft der Kampagne. Herz bedeutet Menschlichkeit, bedeutet Bürgernähe und das ist wohl das Wichtigste überhaupt, um kommunalpolitisch erfolgreich tätig sein zu können. Ich weiß das aus meiner achtmonatigen Erfahrung als Brucker Bürgermeister, wo ich sehr, sehr viele Bürgerkontakte haben konnte. Ich bin überzeugt davon, dass man nur dann erfolgreiche Kommunalpolitik umsetzen kann, wenn man weiß, was die Bürgerinnen und Bürger wünschen, welche Sorgen, welche Anliegen und welche Wünsche sie haben. Und deshalb wollen wir sehr, sehr nah an den Bürgerinnen und Bürgern sein und gemeinsam mit der Bevölkerung natürlich auch Kommunalpolitik machen. Mit Herz und Verstand, diese Worte beschreiben das tägliche Verhalten, das Tun und das Auftreten in den steirischen Gemeinden. Die SPÖ steht dafür und will noch offener werden. Wir betreiben schon seit Jahren, glaube ich, authentisch eine Parteireform. Wir kommen nicht nur vor die Wahlen, sondern wir haben über diese Parteireform gezeigt, dass wir unsere Strukturen verändern, um näher am Mensch zu sein. Und das soll sein, nicht nur von Menschen zu sprechen, sondern bei ihnen zu sein. Ein wichtiger Teil einer Wahlbewegung letztendlich ist auch die Jugend für diese Partei zu gewinnen. Wie will das die SPÖ jetzt in den nächsten Wochen tun? Wir haben ein Schwerpunktprogramm über die 100 Köpfe, die haben wir ja schon präsentiert am Reformparteitag. Jetzt geht es mit Kampagnen und Veranstaltungen der Jugendorganisationen weiter. Wir geben der Jugend Raum bei uns. Wir geben ihnen nichts vor, sie sollen sich entfalten. Die Sozialdemokratie gibt ihnen ihr Netzwerk und sie sollen sich einbringen und wir werden das möglich machen. Mit Werbemitteln und Aktionen wird versucht, die wahlwerbenden Fraktionen vor Ort bestmöglichst zu unterstützen und die Fraktionen wahlfit zu machen. Dabei liegt der Fokus auf Hausbesuchen und dem österreichweit einzigartigen Kaffeemobil. Und nicht nur deshalb sollte man bei den Gemeinderatswahlen die SPÖ wählen. Weil die SPÖ vor Ort das beste Angebot für die Bürgerinnen und Bürger in den letzten Jahrzehnten schon gehabt hat und auch für die Zukunft die besten Ideen und das beste Team anbieten wird. Ich glaube, man sollte einen wählen, der für die Menschen arbeitet, der da ist, der Zukunftsperspektive gibt und der auch ein Team hat, das das bewältigen kann. Wir haben das sicherlich. Weil die Sozialdemokratie mit ihren Werten letztlich die einzige Kümmererpartei ist. Die geht die Menschen, also die geht mit den Menschen den Weg. Kümmererpartei in Form, wir kümmern uns um sie. Wir stellen uns den Problemen und kommen fort. Der Wähler wird am 22. März entscheiden, wer, wo, wie oft und vor allem wie viel vorkommt. 2 Monate hat man noch Zeit, die Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Danke.